Es ist kaum zu glauben, aber New World ist endlich erschienen. Und seit dem Release am vergangenen Dienstag macht das Spiel vor allem eins: Schlagzeilen. Vor allem darüber, wie schwer es aktuell ist, überhaupt ins Spiel zu kommen. Ich habe ja nun echt schon den ein oder anderen MMO-Launch erlebt, aber so einen Hype wie bei New World gab es schon lang nicht mehr. Von den über 600.000 Steam-Spielern am Launchtag konnte gerade mal die Hälfte spielen. Die anderen starten teilweise auf Warteschlangenpositionen im fünfstelligen Bereich, bei einer Kapazität von gerade einmal 2.000 Spielern pro Server. Die Entwickler sind bemüht, neue Server nachzuliefern und haben bereits einen kostenlosen Transfer versprochen, um nach dem ersten Release-Hype doch noch seinen Freunden nachjoinen zu können. Ich bin Jules und habe mich die Woche jeden Morgen nach dem Aufstehen eingeloggt, um dann irgendwann nachmittags endlich spielen zu können und euch jetzt in diesem Video meine ersten Eindrücke aus New World zu schildern. Dieses Video wird euch präsentiert vom ultraschlanken ROG Gaming Notebook Zephyrus M16. Die superschmalen Bildschirmränder sorgen dafür, dass das beeindruckend schnelle 165 Hz WQHD-Display fast genauso groß ist wie das Notebook selbst. Wie stark es sein soll, könnt ihr selbst wählen, zum Beispiel einen Intel Core i9 Prozessor und eine GeForce RTX 3070. Dank bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit geht euch die Gaming-Power auch nicht so schnell aus und Dolby Atmos sorgt für imposanten Sound. Mehr Infos zum ROG Zephyrus M16 findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Was man nämlich auch über diesen Launch sagen muss: wenn man erstmal im Spiel ist, dann läuft es alles ziemlich rund. Kaum Lags, die Gebiete sind nicht krass überfüllt, alle Quest-NPCs stehen da, wo sie hingehören. Wer schon mal ein paar MMO-Launches mitgemacht hat, der weiß, dass das keineswegs selbstverständlich ist. Beim Release von WoW Warlords of Draenor etwa war die Warteschlange vor dem Einloggen noch das geringste Problem. Ich lande nach 8 Stunden Warten und dem nach wie vor sehr notdürftigen Charaktereditor mit nur ein paar vorgefertigten Gesichtern, also endlich am Strand meines zufällig bestimmten Startgebiets. Darauf habt ihr übrigens keinen Einfluss. Wer von Anfang an mit Freunden zusammenspielen will, muss also Glück haben oder gleich am Anfang einen weiten Weg laufen. Nach dem Tutorial sehe ich bereits andere Spieler um ein Lagerfeuer herumspringen und Dinge craften und weiß, jetzt beginnt das Abenteuer. Dieses allgegenwärtige Gefühl von Neuheit und Entdeckung rund um einen MMO-Release habe ich wirklich lange nicht mehr so erlebt. Die Welt sprießt nur so vor Leben, in den Städten wird gehandelt und gecraftet, um die Städte herum fällen fleißige Handwerker Bäume und bauen Lagerfeuer? Ah, das ist die Tutorial-Quest und scheinbar hat die ganze Stadt sich genau einen Ort dafür ausgesucht. Was ein Bild! Aber was macht New World denn jetzt so anders, so neu? Also zum einen wäre da das Kampfsystem, das sich viel direkter anfühlt als in den meisten MMORPGs. Es gibt leichte und schwere Angriffe, Blocken und Ausweichrollen, mit Distanzwaffen muss akkurat gezielt werden und das richtige Timing ist alles entscheidend. Dafür verzichtet New World auf ellenlange Hotbars, wir können immer nur 6 aktive Skills ausgerüstet haben, 3 pro Waffe. Viele MMO-Spieler kritisieren hier die fehlende taktische Tiefe. Mir macht das stärker auf Reaktion getrimmte Kämpfen aber gerade deshalb Spaß. In WoW optimiere ich meine Rotation durch das Drücken von Knöpfen in der richtigen Reihenfolge. In New World reagiere ich auf die Bewegungen der Gegner und jeder Treffer fühlt sich richtig wuchtig an. Am Ende ist das sicher auch Geschmackssache, aber ich habe beim Kämpfen in New World so viel Spaß wie schon lange nicht mehr in einem MMORPG. Was ich auch lange nicht mehr in einem MMORPG erlebt habe, ist ein derart generisches Questdesign. Hier haben Final Fantasy XIV und die Elder Scrolls Online in Sachen Storytelling ein anderes Level erreicht. Guild Wars 2 punktet mit dynamischen Events, Rennen und Rätseln. Star Wars The Old Republic liefert moralische Entscheidungen und selbst Dauerbrenner WoW setzt inzwischen auf mehr Abwechslung und Mechaniken. Hier stellt New World einen Rückschritt auf ganzer Linie dar. Jede Quest, und ich meine wirklich jede, ist: geh hierhin, töte das, loote das. Ab und an sollen wir noch unseren Crafting-Aufgaben nachgehen, aber ansonsten war es ja, wirklich, das. Er tut mir leid, wenn das etwas eintönig ist. Wenn ihr euren NPC schon so einen Satz sprechen lasst, hat da nichts geklingelt?
Und dabei ist es auch völlig egal, ob wir Nebenquests oder Hauptquests machen. Wären diese nicht anders markiert, würde der Unterschied zwischen beiden überhaupt nicht auffallen. An Banalität ist beides auf einem Niveau. Dazu kommt, dass die Quests uns teilweise gnadenlos auf halbe Weltreisen schicken, nur um an einem anderen Ort kurz mit jemandem zu sprechen oder etwas aufzuheben. Das ist gerade unter dem Aspekt der nicht vorhandenen Mounts ziemlich anstrengend. Ihr werdet in New World sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, mit gedrückter Auto-Run-Taste auf euren Bildschirm zu starren. Auch inhaltlich kann die Hauptstory mich bisher noch überhaupt nicht überzeugen. Wir sind nach unserem Schiffbruch auf dieser Insel gelandet und sollen nun einen Weg finden, die mysteriöse Verderbnis zu bekämpfen, die das Land bedroht. Sehr Standard also. Tonal passt das aber auch leider überhaupt nicht in die sonstige "Sei frei, entdecke und bau nach Lust und Laune" Mentalität, wenn wir immer zwischendrin für einen Handlungsstrang doch wieder der eine Auserwählte sein sollen, der es mit der Bedrohung aufnimmt. Zugegebenermaßen habe ich die Story zum aktuellen Zeitpunkt aber natürlich noch nicht zu Ende gespielt, wage aber zu bezweifeln, dass mich da noch etwas krass überraschen wird. Wenn doch, Asche auf mein Haupt. Leider bleiben sowohl die Spielwelt als auch die NPC-Charaktere in ihr zu jeder Zeit völlig identitätslos. Aber in New World sind es eben die Spieler selber, die sich innerhalb der Welt zu echten Identitäten entwickeln sollen. Und die Spielertypen, die New World eigentlich ansprechen möchte, denen werden die langweilige Hauptstory und das banale Questdesign nicht allzu viel ausmachen. Die setzen ihre eigenen Ziele und begeben sich in den befriedigenden Grind der sich füllenden Balken. Und oh mein Gott, hat New World viele Balken. Die Jagd nach dem Spielfortschritt ist den Entwicklern wirklich gut gelungen. Egal was wir in der Spielwelt tun, alles bringt Erfahrung und verbessert unseren Charakter in irgendeinem Bereich. Ich habe zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, an der Schwelle zum nächsten bedeutungsvollen Upgrade zu stehen. Und so lässt sich der Grind, in Kombination mit dem bereits erwähnten spaßigen Kampfsystem, zumindest bisher mehr als gut ertragen. Die entscheidende Frage ist, wie lange? Denn im Gegensatz zu anderen MMORPGs bietet New World aktuell noch recht wenig Endgame-spezifische Inhalte. In WoW fange ich jetzt erst richtig damit an, meine Ausrüstung zu optimieren und mich Boss für Boss durch die Raids zu kämpfen. Ich habe also nach wie vor ein großes Ziel vor Augen und alles, was ich tue, zielt darauf ab, mein Equipment zu verbessern, um dieses Ziel besser erreichen zu können. So etwas fehlt in New World. Hier werdet ihr neben ein paar besonders schweren Aktivitäten nach bekanntem Muster nicht groß etwas Neues zu tun bekommen. Das kann gut oder schlecht sein, denn im Gegenzug bedeutet es, dass in New World eher der Weg das Ziel ist. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, bis zum Maximallevel zu hetzen, denn die meisten persönlichen Ziele kann ich einfach auf dem Weg dahin schon genauso gut angehen. Ich habe beispielsweise keinen Vorteil daraus, meine Crafting-Skills erst mit Stufe 60 zu leveln. Im Gegenteil, ich bin eher gut beraten, das die ganze Zeit nebenher schon zu tun, denn sonst wird mir im Endgame vielleicht etwas fehlen. Dasselbe gilt übrigens auch für das PvP. Auch das ist nicht in irgendeiner Form durch unser Level beschränkt. Wir können uns nach der Fraktionswahl nach etwa 1-2 Spielstunden direkt für unsere Fraktion ins Getümmel stürzen. Fans von Open World PvP kommen hier voll auf ihre Kosten. Überall in der Spielwelt brechen größere Schlachten zwischen den Fraktionen aus, an denen ihr euch beteiligen könnt. Das Open-World-PvP lässt sich nämlich nach Belieben in den Städten ein- und ausschalten. Ihr könnt, wie ich hier, auch einfach zuschauen. Bekommt eine Fraktion durch Open-World-PvP und PvP-Quests genügend Einfluss in einem Gebiet, kann sie der regierenden Kompanie den Krieg erklären. Der findet dann meist am Folgetag zu einer bestimmten Uhrzeit statt und die kriegführende Kompanie kann aus allen Spielern, die sich für die Schlacht angemeldet haben, eine Truppe von 50 mutigen Recken zusammenstellen, mit denen es in eine große 50 gegen 50 Belagerungsschlacht geht. Auch die gab es schon auf meinem Server, leider wurde mein kleiner Charakter aber bisher noch nicht ausgewählt. Eine Runde Mitleid. Aber das ist es, was ich meine, wenn ich sage, in New World machen die Spieler die Identität aus. Dadurch, dass die Städte von aus Spielern geformten Kompanien geführt werden, die Bauprojekte für die Entwicklung des Ortes in Auftrag geben, sind die größten Kompanien schnell auf dem ganzen Server bekannt. Und ihre Anführer werden leicht zu wichtigen Persönlichkeiten. Diese Dynamik soll also das Fehlen interessanter NPC-Charaktere ein wenig ausgleichen. Dementsprechend müsst ihr aber auch sehr gut organisiert und zielgerichtet vorgehen, um einen
solchen Posten selber einmal innezuhalten. Aktuell schaue ich mir das Ganze jedenfalls nur ein wenig von außen an, während sich die großen Gilden um die verschiedenen Städte prügeln. In der Leitung einer solchen von Spielern bewohnten Stadt steckt sicher viel Spaßpotenzial, an das wir aber nur mit jeder Menge harter Arbeit und ein wenig Glück herankommen. Nicht nur der PvP-Aspekt lässt sich wahlweise ignorieren, allgemein lässt sich New World auch sehr gut als Solo-Spieler erkunden. Und dadurch, dass es keine festen Klassen gibt, könnt ihr sehr einsteigerfreundlich erst einmal wild alle Waffentypen durcheinander probieren und kombinieren, bis ihr etwas gefunden habt, das sich für euch gut anfühlt. Einzig in den Expeditionen nimmt New World alte MMORPG-Traditionen auf und erfordert ganz klar die Holy Trinity. Unsere waghalsige Draufgängertruppe wurde hier jedenfalls gnadenlos aufgerieben, sodass wir uns dann doch um eine richtige Kombination aus Tank, Heiler und Schadensausteilern bemühen mussten. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass ich noch lange nicht alles gesehen habe. Ein abschließendes Urteil zum aktuellen Zeitpunkt zu fällen wäre völlig unmöglich. Aber nach 4 Tagen mit New World kann ich zumindest einen Ersteindruck geben und dabei gleich entwarnen. Nein, New World ist kein gescheitertes Spiel wie die vorherigen Versuche der Amazon Game Studios. New World ist ein sehr solides Spiel und ein willkommener frischer Wind in dem so sehr von den alten Platzhirschen beherrschten MMORPG-Genre. Der wahnsinnige Spielerandrang in den ersten Tagen zeigt, dass es diesen frischen Wind dringend gebraucht hat. Und die meisten, die bisher spielen konnten, zeigen sich auch größtenteils von dem Spiel begeistert. Aber New World ist nicht für jeden etwas. Es deckt kein so breit gefächertes Interessengebiet ab wie ein WoW oder Final Fantasy XIV. Dort kann ich Hardcore raiden, PvP spielen, beim Questen eine stringentere Hauptstory erleben, Mounts und Haustiere sammeln und, und. New World richtet sich mit seinem Mix aus Survival, Crafting und klassischen MMO-Mechaniken hingegen vor allem an einen Spielertypen. Wer Spaß daran hat, sich in einer offenen Sandbox-Welt seine eigenen Ziele zu setzen und diese zu verfolgen und einen so wenig wie möglich vordefinierten Charakter zu optimieren, auch wenn das Optimieren oft um des Optimierens willen passiert und nicht in Hinblick auf ein großes Endziel wie etwa einen Raid-Boss, für den könnte New World genau das sein, was er gesucht hat. Wer in einem MMO aber eine spannende Story mit erinnerungswürdigen Charakteren erwartet und Motivation eher aus abwechslungsreichen Aufgaben statt aus sich füllenden Fortschrittsbalken gewinnt, dem könnte in New World meiner aktuellen Einschätzung nach ganz schön schnell langweilig werden. Ich habe mich in diesem Video jetzt vor allem darauf konzentriert, die einzelnen Aspekte des Spiels zu bewerten. Wenn ihr einen Überblick darüber haben wollt, wie zum Beispiel das Skill- und Attributsystem genau funktionieren, dann schaut doch gerne mein Vorschauvideo an, das ich vor einigen Wochen gemacht habe, da erkläre ich das nochmal im Detail. Und wenn ihr zufällig auf dem Server Ravenel in der Fraktion der Marodeure seid, dann lasst euch doch von meiner Kompanie, der Brotlegion, rekrutieren. Vielleicht schaffen wir das ja zusammen, doch mal die Regentschaft einer Stadt an uns zu reißen. So, ich bin jetzt fast am Ende der Warteschlange, ich muss also gleich weiterspielen. Danke euch fürs Zuschauen, euer Jules. This corruption must end.